Rage of the Beast. Ja, das wird ein Set sein, was Yu-Gi-Oh! Für immer verändern wird. Denn das Set Rage of the Beast wird einige zum Ragen bringen und sogar einige zum Rage quitten. Bedeutet also Yu-Gi-Oh! Quitten. Aber alles erstmal Stück für Stück. Was ist eigentlich passiert? Naja, in Japan ist gerade das nächste Hauptset durch. Bedeutet also, alle Karten sind davon bekannt und man kann sich Karten eben angucken, weil die Listen immer 1:1 immer bei uns übernommen werden. Bedeutet also, wir kennen 80 von 100 Karten für das nächste Hauptset, was wir eben kriegen werden. Ja, wir haben jetzt gerade ein neues Hauptset bekommen, aber eben das nächste. Und das Ganze wird bei uns am 10.10.2024 eben erscheinen. Und ja, was ist denn da so Besonderes denn? Unter anderem ist da zum Beispiel Six Samurai Support drin, der sogar eigentlich ziemlich gut ist. Und unter anderem haben wir da noch eine neue Handtrap. Und ja, die neue Handtrap sieht so aus. Warte mal, da muss ich mal eben nachhelfen. Man kann die beiden schon sehr verwechseln. Genau, denn wir kriegen ein neues Maxi. Und ja, das hat man zu dieser Qualle auch schon gesagt, dass es quasi Maxi 2.0 ist. Aber dieser Karte sagt man, die Karte ist wie Maxi. Bei der Qualle war es ja so, dass die Karte natürlich nicht jedes Deck betrifft und etwas situativer ist. Also die Karte ist natürlich nicht wie Maxi, hat auch niemand behauptet. Bei der Karte hat man eben gesagt, sie ist so ähnlich wie Maxi, weil sie eben ein Karten ziehen lässt. Und wie gesagt, es gibt Decks, die betrifft diese Handtrap gar nichts. Es gibt Decks, die killt diese Handtrap, also die Qualle, wie gesagt. Und jetzt gibt es eben eine neue Karte, die eben zu den Archetype, also zu der Qualle, ebenfalls gehört. Doch wie heißt dieses gute Stück eigentlich und was kann sie? Wir haben Mulshami Uvaros. Alter, dieser Name, hätte man sich nicht einfache Namen ausdenken. Naja, auf jeden Fall einen weiteren Mulshami und ja, funktioniert ähnlich wie die andere Karte. Sie lässt einen wieder Karten ziehen, aber was genau? Ich werde jetzt hier das Ganze einmal übersetzen für euch. Und zwar, falls wir keine Karten kontrollieren, Schnelleffekt bedeutet also, es geht auch in Gegnerspielzug. Und ja, das ist halt so der Sinn von Handtraps, ne? Du kannst diese Karte abwerfen und führe folgenden Effekt aus. Allein das ist schon mal ziemlich gut, weil wir sie nicht in Friedhof abwerfen müssen. Bedeutet also, wir können sie auch unter Shift aktivieren oder ähnliches. Heißt, guter Effekt schon mal. Außerdem, jedes Mal, wenn der Gegner ein Monster spezial beschwört, vom Deck, okay, das machen einige, oder extra Deck, okay, das machen alle, und dann darfst du halt eben sofort eine Karte ziehen. Aber der Effekt geht noch weiter, bevor wir hier eben drauf eingehen, und zwar, während der Endphase musst du Karten von deiner Hand ins Deck mischen, bis du so viel hast, wie dein Gegner Karten kontrolliert, plus 6. Ja, das ist eine Menge. Diese Karten müssen aber random aus der Hand ins Deck gemischt werden. Bedeutet also, wir können eben nicht hier passende wählen. Und dann haben wir das Ganze. Wichtig noch, ein Zusatzeffekt ist, und zwar, wir können nur einen anderen Mulshami-Monster-Effekt zusätzlich aktivieren. Bedeutet also, wir haben ja schon zwei. Das heißt, wir können beide theoretisch im selben Zug aktivieren. Ja, und da sind wir schon beim Effekt. Ja, vom Deck klingt erstmal ganz okay, vom Extra-Deck. Ich glaube, das ist der große Elefantenraum und den gucken wir uns mal an. Und ja, was soll man sagen? So gut wie jedes Deck greift auf das Extra-Deck zurück. Bedeutet also, diese Karte alleine wird viele Decks in die Bredouille bringen, weil man eben sehr, sehr viele Karten ziehen kann. Und dadurch erinnert sie natürlich sehr an Maxi, weil das Ganze eben genauso da ist. Und es gibt viele Leute, die sagen, wenn Maxi zurückkommen sollte im TCG, dann würden sie das Spiel quitten. Und ja, jetzt ist quasi Maxi zurückgekommen. Jetzt überlegen natürlich einige, das Spiel zu quitten. Aber man muss natürlich auch sagen, dass hier das nicht der einzige Grund ist, denn es ist quasi eher so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Denn ja, Fiendsmith war gerade und jetzt bekommen wir Maxi. Ja, natürlich, ne? Einige Veränderungen und vor allem ein großer Power Creep. Aber wir gucken uns jetzt die Karte genauer an und überlegen uns, ob es wirklich ein Grund ist, das Spiel zu quitten. Zunächst einmal, wir dürfen keine Karten kontrollieren, um diese Karte zu aktivieren. Heißt, die Karte ist automatisch dadurch viel schlechter als normales Maxi. Maxi ist nämlich eine Karte, die besonders so krass ist, weil sie Going First und Going Second so stark ist. Going Second haben wir den Vorteil, dass der Gegner seinen Zug abbrechen muss oder ihm uns unendlich Karten gibt und wir dann eh gewonnen haben. Bedeutet also, er wird mit einem leeren Feld abgeben, dann haben wir quasi aber auch gewonnen, weil wir ihm einfach OTK'en können. Heißt, Maxi ist Going Second natürlich unglaublich gut, aber auch Going First die Karte unglaublich stark, weil natürlich bei Going First wir bauen unser komplettes Board auf und zusätzlich haben wir Maxi und der Gegner kann einfach gar nichts machen. Und diesen unfairen
klaren Vorteil, dass man eben auch Going First diese Karte nutzen kann, was eben bei diesem Vogel nicht möglich ist. Bedeutet, diese Karte ist wirklich eine reine Going Second Karte und das macht sie automatisch eben zu einer schlechteren Karte oder soll ich sagen, einer faireren Karte? Die Endtrap wurde natürlich ganz klar dafür designt, dass das Spiel in eine andere Richtung gedrängt wird und zwar, dass der als zweites geht, auch noch eine Chance hat. Denn natürlich ist es gerade so, dass es eher so mit Fiendsmith und Full Combo und allen drum und dran natürlich so ist, dass der anfängt, eigentlich schon das Duell gewonnen hat, es sei denn, der Gegner hat irgendwie eine perfekte Kombination an Karten. Diese Karte geht eben in eine andere Richtung und zwar ist bestraft den Gegner bzw. hilft den Going Second Spieler, dass er ebenfalls noch gewinnen kann. Doch hat er nicht dann automatisch gewonnen, weil er ja quasi unendliche Karten hat? Weil was ist die Option? Es ist es gleich wie bei Maxi. Entweder der Gegner passt auf gar nichts oder eben er hat unendlich viele Karten. Was ist die Option da? Aber da gibt es ein großes Aber. Denn die Karte ist deutlich schlechter als Maxi. Und das habe ich schon öfter gesagt. Und ich glaube, wir haben es jetzt langsam verstanden. Aber denn du endest eben nicht mit unendlich Karten. Denn sie sagt ja Folgendes. Und zwar, dass wir so viele Handkarten behalten dürfen. Plus 6 schon mal, das heißt 6 Handkarten und dann eben so viele Karten, wie der Gegner kontrolliert. Zunächst einmal zu den Plus 6. Plus 6 bedeutet ja, dass du schon mal 6 Handkarten safe hast. Heißt, wenn der Gegner mit gar keinem Board endet, keine Ahnung, wie er das schaffen sollte, aber wenn er gar kein Board hat, hast du 6 Handkarten. Hier ist es natürlich so, dass wir eben aufgrund der Starthand E5 Handkarten haben. Wir aktivieren die Karte, haben also 4 und kriegen dann 2 neue, wie gesagt, plus 6. Bedeutet also, wir haben letztendlich allein deshalb ja schon ein plus 1 herausgeholt und sie selber hat sich ausgeglichen, was super gut ist. Aber jetzt geht es ja weiter. Dann natürlich, wie viele Karten der Gegner kontrolliert. Und hier ist etwas, wo ich meinte zu Beginn, dass diese Karte, besonders das Set, im Yu-Gi-Oh! Verändern wird, denn man muss jetzt überlegen, wie man sein Deck aufbaut. Denn theoretisch ist es ja möglich, ein Full Board zu legen, den Gegner zu passen und der Gegner hat nicht 20 Handkarten in Hand. Doch wie funktioniert das? Naja, ganz einfach. Euer Board muss optimal klein sein und trotzdem sehr viel Interaktion ermöglichen. Denn ja, dieses plus 2 werdet ihr eben den Gegner geben, also beziehungsweise plus 1, ne? 6 Handkarten, ist euch bewusst. Bedeutet also, falls wir es schaffen, 2 Monster auf dem Feld zu haben, 2 verdeckte Zauber- und Feindkarten zu haben, und dann eben passen, bedeutet, der Gegner hat natürlich 6 Handkarten plus 4. Am Ende also 10 Handkarten, zieht noch eine Karte, hat 11 Karten. Klar, das ist eine Menge, aber bei Maxi wäre das aktuell schon 25 Karten, weil wir eben Voll-Kombo gemacht haben. Jetzt haben wir halt den Vorteil, dass wir, obwohl wir Voll-Kombo gemacht haben, der Gegner nur mit 11 Karten spielt, aber wir aufgrund unseres Feldes immer noch sehr viele Interaktionen haben. Denn der Vorteil von diesem Feld ist, es wirkt ziemlich klein, aber es muss natürlich ein Feld sein, was dennoch viel machen kann. Gerade eben mit der Fallenkarte, die gesetzt ist, oder mit der Zauberkarte, die gesetzt ist, oder eben natürlich mit Monster-Effekt. Gerade haben wir zum Beispiel Princess, die den Friedhof triggern kann, oder eben, wenn wir mit Fire King spielen, auch Garunix oder ähnliches, Kirin in der Hand. Ihr merkt, es gibt Möglichkeiten, Interaktionen aufzubauen, ohne sie auf dem Feld präsent haben zu können. Und das ist natürlich sehr gut, gerade eben gegen zum Beispiel diesen Vogel. Doch das ist natürlich nicht die einzige Sache, die ganz praktisch ist, sondern der Effekt selber schränkt eben diese optimale Hand ein. Denn ja, wir müssen zufällig Karten aus der Hand ins Deck mischen. Bedeutet also, wenn wir am Ende doch 25 Karten gezogen haben, weil das eben die normale Kombo ist, müssen wir ja auf 10 Karten zurückgehen und dort werden uns also 15 Karten geklaut. Aber zufällig. Theoretisch durch Zufall kann es passieren, dass ihr alle Starter genommen bekommt und nicht spielen könnt. Klar, das ist sehr unwahrscheinlich, vor allem bei den sehr konstanten Decks. Das ist mir durchaus bewusst. Aber was man bedenken muss, ist, dass dann durchaus, obwohl man so viele Karten gezogen hat, nicht die passenden Karten hat oder nicht die passenden Antworten hat, um das Feld eben brechen zu können. Also merken wir, der Effekt, dass man eben nicht unendlich viele Karten haben kann, ist dann doch schon eine kleine Einschränkung und ist gar nicht so krass, wie man erst im Moment denkt. Natürlich, die Karte ist sehr stark, brauchen wir nicht drüber reden. Die Karte wird auch so stark sein, dass man sie im Main Deck spielen wird. Denn ja, surprise, jeder benutzt das Extra Deck. Und natürlich macht die Karte noch etwas automatisch, weil eben die Karte so gut ist gegen Extra Deck. Natürlich Decks wie Flanderies oder ähnliches, die eben nicht aufs Extra-Deck zurückgreifen, wären natürlich unglaublich stärker dadurch. Aber ein Aspekt muss ich natürlich anbringen. Ich versuche gerade zu erklären, warum der Draw-Effekt nicht ganz so overpowered ist, wie er im ersten Moment klingt, obwohl er natürlich immer noch stark ist. Aber man darf nicht eins vergessen, natürlich am Ende des Zuges müssen wir die Karten zurückmischen. Wenn wir jedoch Handtraps nachziehen, können wir diese eben aktivieren und dann sind die natürlich aus der Hand raus.
Und dann werden eben die Karten reduziert. Heißt also dann, ja, 10 Karten zum Beispiel, aber trotzdem kann es sein, dass wir 4 Karten vom Gegner abbekommen haben, die er eben in der Hand hat. Und da gibt es natürlich gute Kombinationen. Zum Beispiel einfach Effektverschleier plus Nibiru und natürlich Impermanence und Nibiru kann natürlich das Feld des Gegners sehr krass clearen und dann darf der Gegner natürlich trotzdem noch Handkarten ballen. Aber hier merken wir schon, Nibiru nimmt wieder Karten. Heißt also, Token bekommt er. Wenn er auf den Token passen, würde er eine Karte weniger ziehen. Das heißt, er hat nur noch 9 Karten in der Hand, beziehungsweise dann durch den Draw 10. Immer noch sehr viel. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Handtraps, zusätzlich Handtraps in der Hand, sind natürlich unglaublich stark und darf man nicht vernachlässigen. Und ich sage ja auch nicht, dass die Karte schlecht ist oder so, sondern eben, dass sie eben nicht ganz so broken an sich ist, wie sie eben erscheint. So, jetzt, wo wir uns das alles zusammen angeguckt haben, fassen wir einmal zusammen. Die Karte ist deutlich schlechter als Maxe. Dennoch ist sie extrem spielstark und wird, außer sie landet auf der Banlist, sehr, sehr lange in der Meta vertreten sein. Deck müssen andere Wege gehen, um eben gegen diese Karte zu spielen oder andere Kombos machen, um damit klarzukommen, beziehungsweise um den Gegner eben nicht so viel Value geben zu wollen. Doch wie sehe ich das Ganze eigentlich? Bisher habe ich ja eher analytisch diese ganze Thematik behandelt und eher versucht zu erklären, was das genau bedeutet oder ähnliches. Denn ja, wie gesagt, die Karte ist ganz klar eine Going-Second-Karte und von daher nicht so stark wie Maxe. Doch was ist jetzt meine Meinung? Finde ich die Karte gut, beziehungsweise gut fürs Spiel? Naja, ich sag mal so. Zunächst einmal, ich finde es immer gut, dass neue Karten kommen. Denn ohne neue Karten würde das Spiel ziemlich langweilig werden. Und ohne bessere neue Karten würde das Spiel auch langweilig sein. Weil dann kommen zwar neue Karten, aber das spielt keiner. Nicht Blue Eyes und Dark Magician. Aber wie finde ich die Handtrap generell? Ich finde die Handtrap ganz sich sogar sehr gut. Warum denn? Naja, ich mag es, wenn Yugi Interaktionen hat. Das habe ich schon oft erwähnt, auch in meinen Videos. Deswegen mochte ich auch Tier-Elements-Format sehr, weil es sehr interaktiv war. Und hier haben wir das Ganze ebenfalls. Ja, man wird viele Handkarten ziehen können. Man wird auch weitere Handtraps schmeißen können. Der Gegner kann das Ganze aber auch machen. Und ich weiß, das ist kein Argument, das ist bei Maxe das Gleiche. Aber es geht darum, es werden Interaktionen sein. Man muss umdenken, andere Wege gehen und auch der Deckbau wird beeinflusst. Natürlich, wenn die meisten einfach dann dreimal den Vogel spielen, dreimal Ash, dreimal Crossout und dann eben noch Called By und schon hat man eben das Ganze hier perfekt komplett und schon hat man erstmal die ersten Karten des Decks verschwendet, um eben einfach nur gegen den Fisch zu haben. Und ich persönlich muss sagen, das ist natürlich sehr schade und auf lange Distanz sollte das nicht sein, aber erstmal bin ich gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Denn wir haben hier wirklich etwas, was Karten für Going Second sind, was sehr gut ist. Die Karte kann nicht für was anderes benutzt werden, also das heißt eben, für Going First sehr stark benutzt werden, sondern wirklich nur für Going Second, was ich unglaublich gut finde und die Karte eben schon mal in eine richtige Richtung bringt. Auch wenn man hier noch einen kleinen Rand erwähnen muss, dass ich zugeben muss, dass das hier noch etwas anderes ist, wie zum Beispiel bei Maxe. Bei Maxe war es natürlich so, wenn wir eben Maxe aktivieren, Ash Blossom haben, dann ist das Ganze annulliert. Und Surprise, man kann zwei aktivieren, bedeutet also, die erste wird geashed, die zweite aktivieren wir auch. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber es ist natürlich weitergedacht, eben weil es ein Archetype ist. Von daher kann ich das Ganze verstehen, aber das ist natürlich eine kleine Lücke hier im ganzen System. Aber wir haben insgesamt Karten wie Ash Blossom bekommen, Impermanence oder auch Nibiru und alle Leute waren eigentlich hyped drauf. Boah, krass, neue Handtraps. Yeah, man, wir haben was für Going Second. Nice, wir haben Bock drauf. Und allein die drei Karten haben, ja, wie gesagt, Yu-Gi-Oh! Dermaßen geprägt. Nibiru vor allen Dingen, alleine Beschwörungen zählen, war vorher irrelevant. Jetzt auf einmal zählt jeder mit. Doch wie ich bereits gesagt habe, hat man sich sehr gefreut auf diese neue Karten. Doch jetzt ist das Ganze nicht so. Jeder hasst diese Karte eigentlich, obwohl die Karte noch nicht mal rausgekommen ist, weil eben keiner Maxe zurück im TCG haben will. Aber ich denke, dass wir hier eben eine ganz gute Broken Handtrap bekommen haben, die auf ihre Art und Weise irgendwie gebalanced wurde und nicht eben einfach Maxe ist oder Maxe einfach erlaubt wurde. Ich glaube einfach, dass die Leute gerade aktuell sehr sauer sind, eben gerade wegen den ganzen Power Creep. Wir haben gerade Fiendsmith bekommen und merken jetzt gleich die nächste krasse Karte und ich denke mal, deswegen ist die Euphorie nicht so groß wie in der Vergangenheit. Ohne Fiendsmith Snake Eye, denke ich, würde diese Karte ganz anders aufgenommen werden, aber ja, weil der Effekt natürlich sehr an Maxe erinnert, würde natürlich die Aufregung immer groß sein. Ich selber bin aber, wie gesagt, gar nicht so negativ auf diese Karte eingestimmt. Die Karte ist gut,
Sehr gut sogar. Aber sie wird ein normaler Bestandteil von Yu-Gi-Oh! Werden, genauso wie Nibiru oder Dark Ruler. Die Karten sind auch extrem spielstark und jetzt hat man sie akzeptiert und sie sind Teil des Spiels. Und hier wird man auch lernen, die Karte zu akzeptieren und eben, es wird Teil des Spiels werden. Natürlich wird das Ganze eher erst passieren, wenn diese ganze Power-Creep-Welle zurück ist. Denn wir sind gerade in einem Format, was natürlich wirklich sehr krass ist, was ein High-Peak ist, wie zum Beispiel das Spiral-Format. Und ja, ich denke mal, bevor man diese Karte wirklich lieben oder hassen lernt, muss erstmal Snake Eyes Fiendsmith gekillt werden. Aber das werden wir in Zukunft sehen. Doch bevor ich das Video hier beende, ein kleiner Spoiler, denn Leute, das Ganze ist ein Archetype und ja, zu 100% wird mindestens noch eine Karte kommen. Und den Effekt kann ich quasi auch schon sagen, weil er sich ablesen lässt aufgrund der anderen zwei Karten. Und zwar folgendes, und zwar, falls du aus den Grave Specials oder aus dem Banish Pile darfst du eine Karte ziehen. Dann hätten wir mit diesen drei Karten alles abgedeckt, womit wir ziehen können. Und dann hätten wir das Trio komplett. Ob es dann noch mehr geben wird, das ist natürlich noch eine andere Frage. Aber die eine wird auf jeden Fall garantiert kommen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, ja, die Karte ist sehr stark. Und es ist natürlich ein nächstes Level vom Power Creep. Aber ich denke, dass sie in eine Richtung geht, die richtig ist. Wir versuchen hier Karten irgendwie zu balancen, trotzdem stärker zu machen. Und vor allen Dingen noch eins dafür zu sorgen, dass das Spiel interaktiv bleibt. Und vor allen Dingen, dass der, der zweites geht, nicht automatisch verloren hat. Und das sind Ansätze, die ich sehr gut finde. Man muss natürlich sehen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Man müsste da vielleicht auch noch nachhelfen mit neuen Decks oder auch vielleicht mit einer Banlist. Aber insgesamt gefällt mir die Richtung, auch wenn man das Ganze natürlich kritisch sehen kann. Aber wie gesagt, Leute, es ist auf jeden Fall kein Maxi. Und das ist wichtig. Aber Leute, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag, wie immer. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.